Wasser, da ist Wasser. Hä? Was bist denn du? Scheißegal. Aua, Spinsch! Bist du eigentlich dumm, das Wasser zu trinken? Ja, was soll ich machen? Hast du eine bessere Idee? Ja sicher, nimm doch einfach den Live-to-Go-Filter von Sural. Wer zum Teufel ist Sural? Was? Du kennst Sural nicht? Sural ist doch der Online-Shop für Outdoor, Survival und Krisenvorsorge. Ah, das ist sicher mega teuer. Das stimmt doch gar nicht. Sural hat immer Top-Preise. Und mit dem Code TMPREPPER5 sparst du nochmal 5% auf die meisten Artikel. Wow, schon geil. Aber wer bist du eigentlich? Sag mal, bist du Gott? Ja, es gibt schon Leute, die das glauben. Aber mach jetzt endlich dein scheiß Video. Ja, sorry. Moin moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, hast du wieder eingeschaltet. In diesem Video möchte ich dir, wie du bereits im Intro gesehen hast, den Wasserfilter Live2Go der Firma Sural vorstellen. Welchen Wasserfilter besitzt du? Besitzt du überhaupt einen oder besitzt du noch keinen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Und weshalb ich diesen Wasserfilter so extrem gut finde, erfährst du in diesem Video. Ich zeige dir erstmal, was mit dem Filter alles mitgeliefert wird. Natürlich erstmal den Filter. Und was auch sehr praktisch ist, es ist ebenfalls ein Ersatzfilter mit dabei. Das heißt, du hast zwei Filter. Einer ist im Gerät und einen kriegst du noch separat. Auf die Filterleistung komme ich gleich noch zu sprechen. Dann kriegst du eine Handpumpe, eine Flasche, ein paar Schläuche, noch ein kleiner Ersatzfilter, ein Dichtungsset und nochmal diese Grobfilter. Zeige ich dir aber auch gleich, für was die sind. Ich gehe erstmal kurz auf die Bedienung des Filters ein. Hier oben hast du ein Mundstück, da kannst du eigentlich direkt damit trinken. Du hast einen Gürtelclip dran und unten siehst du, da ist ein Gewinde und ein Anschluss für den Schlauch. Du kannst den Filter aufschrauben und dann ist hier die Filterkartusche eingebaut. Die Filterkartusche selbst kannst du auch noch zerlegen. Du kannst den Aktivkohlefilterteil wegnehmen, diesen Vorfilter kannst du wegnehmen und die Hülle kannst du ebenfalls entfernen und somit kannst du den kompletten Filter einwandfrei reinigen. Das ist ein großer Vorteil, was einige andere Filter nicht bieten. Die mitgelieferte Plastikflasche, die kannst du auf zwei verschiedene Arten benutzen. Du kannst die entweder mit sauberem, also das heißt mit gefiltertem Wasser füllen und dann kannst du hieraus trinken. Du kannst aber auch den Deckel abschrauben, die mit Schmutzwasser füllen und unten auf den Filter aufschrauben. Somit kannst du direkt daraus trinken und dann wird das schmutzige Wasser hier gleich gefiltert und das Wasser ist somit dann genießbar. Der Clou an der Geschichte ist aber, dieses Gewinde hier passt auch auf ganz normale PET-Flaschen. Ob das jetzt 0,5 Liter oder 1,5 Liter Flaschen sind, spielt keine Rolle. Du kannst die ebenfalls da unten anschrauben und direkt daraus trinken. Wie dieser Filter jetzt im Inneren ganz genau aufgebaut ist und das ganze technische Blablabla, erspare ich dir jetzt. Weil diese Filter funktionieren im Prinzip alle genau gleich. Es gibt einfach Unterschiede mit der Filtergröße und das hier ist halt einer, der kann halt auch Viren filtern. Es gibt ja auch andere, die können dann nur Bakterien und Protozoen filtern. Der kann alles filtern. Der hat auch noch Aktivkohle mit drin und kann somit auch einen kleinen Teil chemischer Belastung aus dem Wasser herausfiltern. Aber eben, ich will jetzt in diesem Video nicht allzu technisch werden. Falls sich das interessiert, ich werde dir den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung verlinken und da kannst du alles nachlesen. Da gibt es auch noch Zertifikate, wo sie diesen Filter getestet haben. Kannst du alles ganz genau nachlesen, wie das Teil funktioniert und wie es genau filtert. Bevor ich es vergesse, ich will noch kurz auf die Filterleistung eingehen, weil das ist halt ein wichtiger Punkt. Jeder dieser Filter ist in der Lage, ca. 1000 Liter Wasser zu filtern, was halt wirklich eine ordentliche Menge ist. Andere Filter zum Beispiel schaffen halt je nachdem teilweise nur 250 Liter.
Zudem, wie gesagt, kannst du den Filter komplett zerlegen und reinigen. Und dieser Vorfilter hast du auch noch Ersatzfilter dabei, weil das ist das Erste, was dann halt verstopft ist. Und genau das macht halt diesen Filter so extrem langlebig. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, sind halt die Kosten. Dieser Ersatzfilter kostet 32 Euro. Wenn man das nun mit dem Filter, was ich vorhin gesagt habe, vergleicht, da kostet eine Ersatzkartusche 34 Euro und reicht dann halt nur für 250 Liter, also nur für ein Viertel von dem, was dieser Filter schafft. Und somit hat man hier halt preislich einen enormen Vorteil. Das Gerät selbst ist ungefähr in der gleichen Preisliga wie der besagte Filter. Das Gute an diesem Filter ist auch noch, du kannst den extrem flexibel verwenden. Bei vielen Filtern musst du ja einen Behälter füllen und dann eigentlich die Filterkartusche durch den Behälter durchdrücken. Das hat zum einen den Nachteil, dass halt dieser Filter relativ viel Platz wegnimmt, wenn du den zum Beispiel im Rucksack mitführst. Zudem denk mal zum Beispiel an das Szenario von einem Blackout oder so. Du hast dein Trinkwasser aufgebraucht und musst jetzt deine Trinkwasserbehälter frisch befüllen. Mit so einem Teil, wo du halt den Filter jedes Mal durchdrücken musst, musst du halt immer Wasser schöpfen, Filter durchdrücken, dann hast du 400-500 Milliliter Wasser, leerst den halt dann in deinen Frischwasserbehälter und das musst du dann laufend wiederholen. Und das ist halt relativ anstrengend. Diesen Filter kannst du zum einen so verwenden, dass du direkt aus der Schmutzwasserquelle trinken kannst. Dazu montierst du hier unten, wo du auch die Flasche anschrauben kannst, diesen Silikonschlauch und der hat hier auch noch so einen Vorfilter. Und jetzt kannst du ganz einfach das Mundstück öffnen und wie durch einen Strohhalm so direkt aus der Schmutzwasserquelle trinken. Des Weiteren hast du halt die Möglichkeit, wie vorhin schon kurz gesagt, du kannst diesen Behälter füllen mit Schmutzwasser und so durch den Filter trinken. Oder eben, wie auch vorhin gezeigt, mit der PET-Flasche. Aber du hast zudem auch die Möglichkeit, Trinkwasser zum Beispiel in einer Flasche oder in einem anderen Behälter abzufüllen. Dazu ist dann die Handpumpe da und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Du nimmst diesen Silikonschlauch, wo der Vorfilter dran montiert ist. Auf der Pumpe hast du einen Pfeil, das ist dann die Durchflussrichtung. Das kannst du dann hier dran stecken. Dann nimmst du einen zweiten Schlauch und gehst von der Ausgang der Pumpe auf den Eingang des Filters. Und das letzte Stück des Schlauches kannst du dann hier oben am Mundstück montieren. Dann nimmst du deinen Frischwasserbehälter, steckst diesen Teil vom Schlauch da rein, den anderen Teil ins Schmutzwasser und dann kannst du mit der Handpumpe das Wasser ganz bequem durch deinen Filter durchpumpen. Und somit ist es ja auch möglich, auch eine größere Menge Wasser in einen Behälter abzufüllen. Das Wasser sieht auch schön klar aus. Ich fülle das dann nachher nochmal direkt aus dem Teich, einfach damit du den Unterschied sehen kannst. Und jetzt koste ich das Wasser mal. Ja, du schmeckst halt gar nicht, dass das irgendwie Schmutzwasser ist. Es schmeckt halt wie ganz normales Wasser. Das ist wirklich gut. Jetzt bin ich aber recht dran. Ja. Gut. Perfekto. Jetzt zeige ich dir noch, wie es aussieht, wenn ich das Wasser direkt aus dem Teich entnehme. Ich glaube, man sieht da schon einen klaren Unterschied. Also wie du nun gesehen hast, ist das ein sehr, sehr praktischer Filter. Und wenn du halt den Filter nicht komplett benötigst, kannst du auch nur dieses Teil mit dir rumführen und das ist halt wirklich, wirklich kompakt. Und auch alles zusammen in diesem schönen Etui ist halt sehr, sehr praktisch, auch für eine Krisenvorsorge. Das kannst du dann halt wirklich irgendwo zur Seite legen und für den Notfall hast du dann diesen Filter parat. Also falls sich dieser Filter genauso überzeugt, wie er mich überzeugt, schau unten in der Videobeschreibung, da findest du den Link zu dem Produkt und wenn du dann an der Kasse noch den Code TMPREPPER5 eingibst, sparst du nochmals 5%. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Gerne darfst du auch meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Jo, dann war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.